So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Guki, und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus mit Eintracht Braunschweig. Und ja, erstmal vorweg, heute sollte ja eventuell schon die neue Serie kommen, also die neue Ultimate Team Serie, wenn sie denn kommen wird, wenn das alles so passt, wie ich mir das Ganze vorstelle. Ja, ich sag mal so, das Grundgerüst, das steht schon einigermaßen, es fehlen noch so die kleinen Feinheiten und ja, mal schauen, wann das Ganze denn kommt, wenn es denn kommen wird. Ich werde das Ganze erstmal ausprobieren, mal schauen, ob mir das dann so zusagt. Also, ob so ist, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und dann kommt's vielleicht schon diese Woche. Und wir schauen jetzt erstmal rein. Heute geht's gegen Gladbach, die stehen auf Platz 15. Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen. Wir können auch mal eben ganz kurz schauen, gegen wen Gladbach schon gespielt hat, weil Gladbach kann ich so relativ schwer einschätzen. Habe ich eigentlich immer so relativ stark eingeschätzt, aber ja, haben nie, glaube ich, so stark abgeschnitten. Wir schauen mal eben hier, wie sie die ersten beiden Spiele bestritten haben. Da unten sehe ich schon 0:0 gegen Bremen. Ist auf jeden Fall nichts Dramatisches, aber das erste Spiel hätte ich hier auch noch gerne. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir denn Gladbach? Ich sehe sie gerade gar nicht. Wir gehen einfach mal eben hier die Liste durch. Also einmal auswärts unentschieden in Bremen. Oder haben die erst ein Spiel gemacht? Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch. Nee, zwei Spiele haben sie gemacht. Aber gegen wen? Das ist hier die Frage. Ich schaue nochmal eben ganz kurz. Und sonst ist das Ganze auch egal. Ich sehe sie hier gerade gar nicht. Ihr habt sie wahrscheinlich schon gefunden. Aber es müsste ja eigentlich hier sein. Aber ich sehe sie da nicht. Also entweder bin ich... Doch. Nee, Quatsch. Da waren sie gerade, aber egal. Ja gut, dann ist das auch erstmal egal. Auf jeden Fall haben sie einen Unentschieden gegen Bremen und das andere Spiel verloren. Ich weiß jetzt zwar nicht gegen wen, aber ich habe sie da jetzt gerade so auf die Schnelle nicht gefunden. Ist aber auch relativ egal. Wir müssen aber personell ein bisschen umdenken, weil wir eben durch das Europa-League-Spiel gegen Aberdeen natürlich konditionell ein bisschen angeschlagen sind. Von daher werden wir hier ein bisschen durchrotieren. Diesmal starten wir auch wieder mit Abdullahi und ich gebe Walsweg heute mal die Chance. Dicali bleibt nicht komplett zu Hause, den nehmen wir mal mit für Korea. Dann starten wir auf links mit Philipp Ox und dann würde ich das Ganze eigentlich auch schon so belassen. Obwohl, wir können auch nochmal Ufos Joye mit reinnehmen für Robert Bauer. Und den nehmen wir dann mit für Ken Reichel. Und dann passt das Ganze, denke ich mal. Das ist, glaube ich, ein Kader, mit dem man auf jeden Fall arbeiten kann. Und von daher starten wir jetzt rein ins Auswärtsspiel gegen Gladbach im Borussia-Park. Ich bin gespannt, was Gladbach machen wird. Wie die auftreten, weil sie sind ja anscheinend nicht so gut in die Saison gestartet. Von daher hinken sie wahrscheinlich ihren Ansprüchen ziemlich hinterher. Und darum werden die heiß sein. Mal schauen, was sie heute auf den Platz bekommen, was wir auf den Platz bekommen. Und es geht los gegen Borussia Mönchengladbach ins Auswärtsspiel. Ich bin gespannt, was Gladbach, wie gesagt, zeigen wird, was Gladbach zeigen kann. Weil zuletzt, in der letzten Saison, ich erinnere mich nicht mehr ganz ans Ergebnis, aber ich glaube, da haben wir ziemlich dominant gewonnen. Zumindest das Rückspiel. Ich bin mir jetzt aber auch gar nicht mehr ganz sicher. Ich würde nicht drauf wetten, aber bin mir eigentlich schon sicher, dass wir hier, ich glaube, es war sogar ein Auswärtsspiel, dass wir hier sogar relativ deutlich gewonnen haben. Von daher starten wir jetzt einfach rein, versuchen das Ganze einfach mal zu wiederholen. Und damit geht's los. Am dritten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach im Borussia-Park. So, wir kommen direkt mal über Ufos Joye, über Nikolai Müller, über unsere neue rechte Seite. Ufos Joye, Murawski, nimmt Kijewski wieder mit. Er sucht die Anspielstation, findet sie nicht, aber holt immerhin den Einwurf raus, weil Hofmann den da nicht anscheinend noch aufhalten kann. So, Kijewski. Müsste sich jetzt nur mal jemand freilaufen, da haben wir ihn, Philipp Ox. Murawski. Das ist Dominik Kor, hat zuletzt ein gutes Spiel gegen Aberdeen gezeigt und jetzt Nikolai Müller, macht das ganz stark. Nikolai Müller. Nikolai Müller kriegt den Ball noch reingeflankt, aber Abdullahi kommt nicht mehr ran. Weil ich glaube, Tobias Sippel ist es, der bei der Borussia am Tor steht, da noch rechtzeitig da ist. So, Philipp Ox.
Tobias Winter. Und jetzt haben wir das gut gespielt. Da ist Abdullahi und das ist das 1:0. Da haben wir einmal gut gespielt, da haben wir einmal schnell gespielt und dann ist der Ball auch direkt im Tor. Süleyman Abdullahi macht hier das 1:0. Ist es schon sein zweiter Saisontreffer? Ja, genau. Also die Rückkehr hat sich auf jeden Fall bis jetzt bezahlt gemacht. In 3 Spielen 2-mal getroffen. Das kann man auf jeden Fall mal so durchgehen lassen. Und dann schauen wir mal, wie Gladbach jetzt reagieren wird. Komm, über Dahoud, über André Hahn. Auch eine interessante Personalie eventuell, aber ich würde sagen, auf den Flügeln haben wir jetzt mittlerweile eigentlich mit am wenigsten Bedarf. Von daher könnte man sich die Personalie trotzdem mal anschauen, aber mal schauen. So, Philipp Ox macht das stark. Philipp Ox gegen Westergaard, kommt da aber nicht mehr durch. Aber Kijewski passt auf, von daher passt das alles wieder. Abdullahi, Chor. Und da geht Nikolai Müller. Aber Forsberg ist es da, der da den Weg gut zustellt. So, Tobias Winter. Murawski, wo soll er hingehen? Macht das eigentlich ganz gut. Aber kommt er nicht mehr durch. Aber jetzt Kijewski mit einer Flanke, aber die ist nicht gut. Aber wir haben Glück, dass Murawski da nochmal aufpasst und dann von Westergaard gelegt wird. Wenn er das einen Meter später macht, dann gibt es ja wahrscheinlich Elfmeter. So ist es noch der Freistoß und die gelbe Karte für Yannick Westergaard. So, und es gibt den Freistoß für Tobias Winter. Der kommt, glaube ich, auf Walzweg war es da. Aber kann da kein wirkliches Kapital draus schlagen. So, Nikolai Müller macht das stark. Nikolai Müller zieht jetzt einfach mal ab. Und dann verpasst sogar noch Tobias Winter. Aber richtig gute Parade von Tobias Sippel, dem Gladbacher Keeper, der den dann noch rausfischt. So, Winter mit der Ecke. Die kommt wieder nicht schlecht. Und Bafo kriegt den Ball da wieder gefährlich aufs Tor von Sippel. Aber der ist wieder zur Stelle. Also ohne Tobias Sippel könnte es hier schon 2:0 stehen. Aber leider tut's das nicht. Und Gladbach kommt wieder. Und diesmal haben sie es stark gemacht. Und wir haben es nicht gut verteidigt. Das ist Hofmann, aber Murawski macht das richtig stark. So, Tobias Winter nimmt Abdullahi mit. Da oben geht wieder Murawski. Und da unten geht Philipp Ox. Philipp Ox hat jetzt das Auge für Nikolai Müller. Der kommt aber nicht an. Aber Abdullahi ist nochmal da. Und dann geht der Ball doch relativ knapp am Tor vorbei. Tobias Sippel ist draußen. Das möchte ich mir gerne nochmal anschauen. War Kramer da vielleicht sogar noch dran? Nee, war nicht. Und dann geht er, glaube ich, relativ knapp am Tor vorbei. Sippel wäre, denke ich mal, chancenlos gewesen. War ja ziemlich weit aus dem Tor raus. Daher war das gar keine so schlechte Idee, da direkt abzudrücken. So, Murawski. Kijewski, wo geht's hin? Macht das stark. Winter. Wieder Abdullahi, der das Spiel richtig gut antreibt. Murawski nimmt Ox mit. Philipp Ox und dann eine schlechte Flanke von Philipp Ox. Direkt auf Tobias Sippel. Hätte er ein bisschen weiter nach hinten flanken müssen. Dann wäre alles in Ordnung gewesen. So, Winter mit dem Ballverlust. Also Gladbach steht da jetzt hinten nicht allzu schlecht. Das kann man nicht sagen, aber es ist auch nicht so, dass sie offensiv irgendwie gefährlich werden. So, Fossoyer jetzt mal. Hat das Auge dafür Abdullahi und der Ball geht nicht rein. Weil wieder Tobias Sippel mit einem richtig guten Reflex den Ball da entschärfen kann. Aber das war mal eine richtig, richtig starke Flanke von Ofosuayeh. So, Philipp Ox nimmt Tobias Winter mit. Winter. Winter. Sucht wieder die Anspielstation, findet sie dann am Ende in Murawski. Chor, Murawski. Kijewski und dann ist da wieder Tobias Winter und wieder Tobias Sippel, der da das Ganze noch retten kann. Also wir drängen hier wirklich gerade aufs 2:0. Nikolai Müller jetzt mit der Ecke, die ist nicht schlecht. Abdullahi und dann ist der Ball drin. Und das geht vollkommen in Ordnung. Nach der Ecke macht Abdullahi sein zweites Ding, den Doppelpack, damit perfekt. Und das gucken wir uns gerne nochmal an. Eine Bogenlampe und ja, ich würde sagen, kein großer Vorwurf an Tobias Sippel. Da kann er relativ wenig machen. Der kommt so platziert.
Da kommen, glaube ich, ganz, ganz wenige Torhüter ran. Richtig stark gemacht von Abdullahi. Und damit steht es 2:0 zur Halbzeit. Und damit können wir erstmal zufrieden sein. Natürlich hätte es vielleicht auch ein bisschen höher ausfallen können. Gladbach, glaube ich, mit keiner einzigen Chance. Nyland nicht mal mit einem Ball, mit einer Ballberührung, sage ich mal. Ah, wir können mal ganz kurz in die Statistiken schauen. Ja, Gladbach mit 0 Schüssen, mit 31% Ballbesitz nur. Und wir mit 7 Schüssen, davon gingen sogar 6 aufs Tor, also auch nicht so schlecht. Und wir machen erstmal mit der Elf so weiter, wie sie jetzt auf dem Platz steht. Die gefällt mir nämlich wirklich ganz gut. Wir können sonst eventuell gleich auch mal im Falle eines 3:0 können wir ja ein bisschen ausprobieren und dann mal die neue Taktik ausprobieren. Aber dafür müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier nicht noch einen eingeschenkt bekommen. Das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen ja sicher nach Hause fahren. So, Kijewski. Tobias Winter, Dominik Kor. Nikolai Müller macht das da aber nicht so gut. Den Ball kann er eigentlich schon mal haben. So, Forsberg. Emil Forsberg macht das stark. Wir kommen da jetzt, kriegen da nicht wirklich so den Zugriff aufs Gladbacher Spiel. Aber Dominik Kor ist dazwischen. Und jetzt kann es schon mal schnell gehen. Das war richtig stark gespielt von Tobias Winter und ein guter Laufweg von Abdullahi. Abdullahi, den kann er schon mal machen. Und jetzt Nikolai Müller, was macht der denn da? Holt immer in die Ecke raus, aber anstatt, dass er einfach abdrückt. Nein, er versucht ihn dann noch irgendwie anzunehmen. Dann verpufft die Chance. Aber es gibt wieder eine gute Möglichkeit, Abdullahi. Aber der geht diesmal nicht aufs Tor. So, Bafo scheint sich da ein bisschen verletzt zu haben. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. So, Dominik Kor. Ofosuaye, der hat schon mal eine ganz gute Flanke geschlagen. Die ist wieder nicht schlecht. Aber Murawski kommt da nicht ran, weil er ein bisschen zu klein ist. Aber wir passen wieder auf. Dominik Kor macht das stark. So, Abdullahi. 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 Aber wieder ist ein Gladbacher Bein dazwischen. Und ich würde jetzt einfach schon mal ganz kurz reinschauen und gucken, kann man hier auch die Taktikvorschläge jetzt, kann man die hier irgendwie in-game im Spiel einstellen? Ich glaube nicht. Von daher wechseln wir einfach mal, wir bleiben einfach mal bei der Formation und werden die andere dann irgendwann anders mal ausprobieren. Wir bringen jetzt einfach mal Gota für Abdullahi, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, einen Doppelpack geschnürt hat und maßgeblich hier zu den wahrscheinlichen 3 Punkten beigetragen hat. So, dann bringen wir noch Demir bei für Kor. Und dann soll das auch erstmal reichen. In einen anderen Wechsel sparen wir uns auf. Also, nach jetzigem Empfinden würde ich sagen, das ganze Ding ist durch. Natürlich kann Gladbach, ist immer für eine Überraschung noch gut. Und daher will ich hier noch nicht zu viel sagen, aber bis jetzt kam relativ wenig von den Borussen. Stindl. Kramer. Murawski wieder gut dazwischen. Aber Gladbach, man merkt, Gladbach hat noch nicht ganz aufgegeben. Die haben hier immer noch den Willen und sind immer noch da. Jetzt Nico Schulz und dann muss das erste Mal Nyland eingreifen. Dann ist der Ball auf einmal im Tor. Seferovic. Der Ex-Frankfurter macht hier den Anschlusstreffer. Erst Nyland noch richtig stark und dann kommt er nicht rechtzeitig zurück, beziehungsweise ich weiß auch nicht, wie es sein kann, dass der Ball dann nochmal in die Mitte kommt, weil, glaube ich, 2 von uns auf Nico Schulz gegangen sind. Von daher sollte der eigentlich nicht mehr in der Lage sein, unbedingt den Ball noch extra in die Mitte zu flanken, aber mal schauen, was Gladbach jetzt macht. Wir führen immer noch mit einem Tor, das ist alles in Ordnung. Da mache ich mir da im Moment gar keine so großen Sorgen. Aber Gladbach wird jetzt wirklich stärker, das merkt man. So, Murawski. Nikolai Müller. Tobias Winter, Seferovic, sage ich schon. Gota ist es natürlich. Gota bringt den Ball nochmal in die Mitte, das Demir bei und dann haben wir jetzt das Pech, dass Tobias Winter dazwischen ist und quasi den Gladbachern hier die 2 Gegentore rettet, um es so zu sagen. Sonst würde es hier jetzt 3:1 stehen, aber Tobias Winter steht da ganz, ganz blöd
ist natürlich mit Pech verbunden, aber da müssen wir jetzt weitermachen. So, wieder nicht schlecht gespielt, aber ich glaube, es war abseits, oder? Ja. Es war abseits von Philipp Ox und wir können schon mal reingehen und den dritten Wechsel vollziehen. Wir werden jetzt, denke ich, ein bisschen defensiver gehen. Wir bringen nochmal Saulo Decali für Bafo. Und gehen jetzt einfach den Schritt ein bisschen defensiver. So, und dann gehen wir auf Konter, würde ich sagen. So. Und dann lassen wir die Borussia eventuell noch ein bisschen drücken. Und versuchen hier den Lucky Punch zu setzen. Ox ist es, kommt da nicht ran. Aber Gladbach macht das nicht gut. So, Tobias Winter nimmt da Nikolai Müller mit. Nikolai Müller sucht die Anspielstation, findet sie dann in Philipp Ox. Philipp Ox, der wird dann aber allerdings vom Ball getrennt. Aber wieder gutes Einsteigen von Decali hier gegen Raphael. Kommt jetzt aber nicht an den Ball. Patrick Herrmann. Und dann ist Ofosu-Aye dazwischen, kann das ganze Ding hier noch retten. Es gibt die Ecke. Gladbach drückt jetzt. Es ist kein Verteidiger mehr mit hinten. Ich habe leider nicht aufs Radar geschaut. Aber gut, das bringt immerhin Zeit. Jetzt Christoph Kramer. Nico Schulz gegen Ofosu-Aye. Der holt den Ball wieder. Also der macht ein richtig, richtig gutes Spiel meines Erachtens. Phil Ofosu-Aye. André Hahn jetzt. Wieder gut dazwischen. Und jetzt gibt es den Freistoß. Ich dachte gerade kurz, es gibt den Elfmeter. Ich wüsste zwar nicht wofür, aber FIFA ist ja hier und da mal dafür bekannt, kuriose Entscheidungen zu treffen. Dem hierbei. Ofosu-Aye, da sollte er nicht hin. Ich habe ihn nach unten gespielt. Und jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit für Gladbach, aber Patrick Herrmann kommt da nicht mehr ran. Also es ist jetzt schon ein bisschen spannend, weil Gladbach in der zweiten Halbzeit ein ganz, ganz anderes Gesicht zeigt. Janschke. Dahoud. André Hahn. Decali und dann kann Gladbach wieder nicht viel mit ihrem Ballbesitz anfangen. Ofosu-Aye. Und dann ist es vorbei. Am Ende haben wir es uns ein bisschen zu spannend gemacht. Wir hatten die Möglichkeiten hier auf 3-4-0 zu erhöhen. Haben es am Ende nicht genutzt. Und so steht es am Ende nur 2-1. Wir haben aber trotzdem die 3 Punkte eingefahren. Von daher in dieser Saison, in dieser Bundesliga-Saison weiterhin ungeschlagen. Und das gefällt mir richtig gut. Wir sehen es auch. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Natürlich in der zweiten Halbzeit hätte ein bisschen mehr kommen können. Aber am Ende hat es ja gereicht. Und Bremen und Hamburg trennen sich im Nordderby 1-1. Okay. Als nächstes geht es für uns auch gegen den HSV. Wir stehen aktuell auf Platz 3 der Tabelle nach 3 Spielen mit 7 Punkten. Das ist, denke ich mal, vollkommen in Ordnung. Wir können mal ganz kurz eben noch einen Blick auf die Tabelle werfen. Aber da hat sich nicht viel getan. Gladbach und Schalke unten drin. Ich denke, die wollen da unbedingt raus. Und wir machen nochmal das Training. So. Aber es gibt kein... Obwohl, Hintermeier verbessert sich wieder ein bisschen. Also ich glaube, der hat noch ein bisschen Potenzial. Und dann gehen wir jetzt zum nächsten Spiel. Zum, ja, kleinen Nordduell kann man es so nennen. Gegen den HSV. Philipp Ox möchte gerne in der kommenden Partie spielen. Mal schauen, ob wir ihm das ihm das bieten können. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Da geht's dann gegen den HSV zu Hause. Ja, und ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao!